Weil man kennt sich hier ja nicht so richtig aus. Ich finde es eigentlich in Ordnung, klar, mehr geht, aber wenn sie die Performance etwas verbessern, finde ich es auch in Ordnung. Ja, also ich sag mal so, grafisch ist okay. Also das ist jetzt kein Meisterwerk, aber es ist auch kein schlechtes Spiel. Also insofern, alles jut. Und wenn das wieder ein Helfer macht, ist das doch in Ordnung, ne? Ich meine, ich mache ja hier Lohnarbeit, ne? So muss man ja auch mal so sehen. Also. So. Dann übernimm mal, lieber Helfer. Ich gehe mal hier rüber. Steig mal aus. So, hier benötigt Kalk, ne? Kann ich denn jetzt nicht mit dem Kalkleistenwagen da drüber gehen? Den habe ich mir auch geliehen, ne? Ah, den muss ich auch wieder zurückgeben. Dass man hier so ein bisschen Gemeinschaftsarbeit macht, weißt du? Also hier ist ja alles gesät. So. Kleine Natti, ich grüße dich. Hi. Verkackte Scheißlenkung. Ist das immer eine... So, schön hier mal drüber zwiebeln, ne? Dann kriegt das Ding nämlich ein bisschen Kalk. Ja, so schlecht auch nicht sein. 13% noch. Einmal die Schaukel vom Kind umfahren. Hauptsache, das Kind ist nicht drauf. Jetzt warte ich mal, steht ihm nicht im Weg. Der kann das besser als ich. Man sieht aber auch nichts, ne? Komm, lass uns Rennen fahren. So, mach leer die Scheiße hier. Und dann müsste ja gut sein, ne? Aber das mit den Spuren, das ist auch schön, weil so sieht es ja nun wirklich aus, ne? So, alles klar. Jetzt muss ich mal eben gucken, 28%. Okay, der ist noch dran, sehr gut. Dann bringe ich jetzt mal diesen, den habe ich mir doch auch geliehen, ne? Dann bringe ich den mal weg. Mal gucken, ob ich den einfach so abgeben darf. Wie man so einen Laien rück, ne? Hupe geht immer noch nicht. Oder soll ich den noch ein bisschen verwenden? Ich weiß es nicht. Ich meine, das ist ja ein Düngefahrzeug, den kann ich natürlich auch. Ich fahre den mal darüber.
Wir haben 9.05 Uhr, den kann ich natürlich eigentlich noch den ganzen Tag verwenden, ne? Da könnten wir noch ein paar Lohnarbeiten machen. Mit Düngen. Weil wir haben Herbizide, wir haben umgegraben, wir haben gepflanzt. Jetzt warten wir eigentlich nur noch. Ja, das stimmt. Also da gehe ich auch von aus, dass ich die dauerhaft verwenden kann. Aber die kosten mich natürlich auch die ganze Zeit Geld, ne? Und zwar nicht wenig. Also insofern ist ja die Frage, macht das Sinn? Ne? So, warte mal. Wir können ja mal gucken, was hätten wir denn? Ballenpressen nicht. Grubbern, das könnten wir zum Beispiel machen. Ja, das könnten wir zum Beispiel machen, weil ein Grubber haben wir. So, und hier ist Düngen. Also, Feld 56 oder das Feld 31? Feld 31, wo ist denn 31? 31 war hier hinten irgendwo. So, Feld 31 düngen könnten wir machen, bringt viel Geld. Flüssigdünger, Mineraldünger, Gülle oder Mist. Und Mineraldünger wäre doch hier drin, ne? In dem Wagen möglich. Glaube ich. Ja, das wäre Korn-Kali-Mineraldünger. Das wäre genau das, was die haben wollen, ne? So, ich kaufe mal zwei davon. Und dann müsste der ja hier eigentlich gut befüllbar sein, ne? Ja. So, jetzt habe ich den Dünger da drin. Dann nehme ich den Vertrag an. Spritzen sind wir bei. Düngen. So, Feld 31 ist doch hier oben irgendwo. Man ist geneigt, M zu drücken. Also ich bin hier, ich muss zurückfahren. Komme ich hier irgendwie raus? Ja, Feld 31 ist gar nicht so klein. Was ist das hier für ein Bach? Über jedes Bachal geht der Brückal. Zweiundfünfzigtausend. Überleg mal. Machen mich noch pleite hier, die Jungs. Gut, versteht ihr das jetzt? Ich nicht. So, der macht seinen Job, ne? So, dann könnte ich ja jetzt zum Beispiel nochmal gucken. Denn hier gibt es ja zum Beispiel auch Grubbern und Säen. Feld 76. Das ist irgendwo hier unten. Kann nur ein kleines sein, das hier. Da soll ich zum Beispiel säen. Gut, die Maschine, ne, muss ich mir nicht leihen, also kann ich das ja eigentlich machen.
Dann fahren wir jetzt zu Feld 76 und säen. Ist das ein Bachlauf? Ach, wie ungünstig. Ein Bewässerungsgraben ist das, ja? Hätte man mir auch mal sagen müssen, dass du hier nicht so wild querfeld einfahren kannst. Es kommt kein Zug. Oh, jetzt hatte ich gerade ein bisschen Schreck. So, dann gehen wir hier auf die Straße, an dem Gebäude vorbei und dann über die Wiesen, dann sind wir doch schon da. Helfer H. hat die erfolgreich... Wer ist denn Helfer H.? Na, ich guck mir das gleich mal an. Machen wir erstmal Feld 76 in Auftrag, vielleicht können wir noch einen groben Auftrag geben und dann machen wir die anderen, schließen wir sie wieder ab. So, das ist Feld 73... Feld 75. Und dann ist das hier Feld 76. So, wir haben ja einen Anspruch, ordentlich zu arbeiten, ne? So, okay. Säen. Zum Säen. Sähe auf Feld Gerste aus. Wir haben Gerste ausgewählt, alles klar. Können wir machen. Und dann müsste ich ja nur H drücken, dann macht der Helfer das, ne? Ja, guck. Ich wollte zwar was anderes, aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. So. Feld düngen, der ist noch dran. Feld spritzen, 78%. Und dann hätten wir hier noch das Grubben. 5000 für Feld 68. Wo ist denn 68? Oh. Das ist aber groß, oder? Wo ist denn der Grubber? Der ist noch dran, der ist noch dran. Der hängt fest. Ich habe alle Fahrzeuge im Einsatz, ne? Ja, das ist natürlich einfach. So. Dann gucken wir mal. Was hast du denn gemacht? Also das heißt, wir müssen hier die Kurve einmal fahren. Ne? Weiß nicht, wie weit. Ah, doch ein bisschen. So. Kann man denn schon was erkennen? 90%. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier rumdrehen. Ich muss mich auch ein bisschen orientieren hier. Wo hat die Nuss denn nicht gut gearbeitet? Hier in der Ecke, ne? Genau, das hier ist der Haus, genau. Ja, komm, setz noch mal ein Stück zurück.
Dann gucken wir uns das mal an. Ist mehr so ein. Achso, Leasen, ja, genau. So, wie weit musst du denn fahren? Also, du musst durchaus noch ein Stück da rein. Weil sobald fertig ist, fertig, ne? Fahren wir wieder nach Hause. Wie weit musst du noch? Nicht mehr weit. Du machst jetzt schon wieder Schluss. Ja, okay. Ist aber nicht so schlimm, weil dann drehen wir einfach rum. Ist auch schön, wenn das Zeug mal so ein bisschen bewegt wird, weißt du? Dann machen wir einfach den breiten Streifen hier, so da, hier ungefähr, hier, schön gerade, komm, du schaffst das, gerade. So, übernimmt der Helfer wieder. Macht den Streifen, alles klar. Ja, irgendwie müssen die ja, ne? Hier, also fertig werden. Stopp, stopp! Mann, du Affe! Also mit so Helfern kannst du ja keinen Krieg gewinnen. So. Genau, andersrum, Fussel. Andersrum. Könnte passen, ne? Ja, das macht doch keinen schlechten Eindruck, oder? So. Wenn ich das richtig sehe, haben wir Spritzen abgeschlossen und Düngen abgeschlossen, ja? Säen sind wir bei 29%. Säst du denn noch? Wo bist du denn überhaupt? Ja, er ist noch dran. Okay, dann kann ich ja jetzt meine Autos wieder zusammensammeln, ne? Dann würde ich nämlich Folgendes mal versuchen. Wenn es jetzt nicht zufällig noch einen Auftrag Spritzen gibt. Ja, wir haben ja wieder ein bisschen Geld verdient. Das ist okay. Querfeldein ist immer am günstigsten. Dass wir vor allem mal Tee trinken. Ich will ja nicht unaufmerksam irgendjemanden umfahren oder so, ne? Nee, dass ich das Spritzending mal wieder abgebe. Wenn es jetzt keinen Spritzenauftrag mehr gibt, dann geben wir es ab. Aber ich entleere das mal bei mir in der Ecke. Vielleicht habe ich dann so einen Beutel da bei mir stehen. Weißt du? Da steht ja irgendwo entladen. Da müsste ja wieder ein Beutel entstehen, ne? Also wenn ich das zum Beispiel hier entlade, mal einfach testen, I. Genau, dann ist das Gerät leer, da liegen ein paar Liter rum. Das geht. So,
Gucken wir mal eben, gibt es noch irgendwas mit Spritzen? Ne, hier ist nur Grubbern, Düngen. Nö. Was wir natürlich... Da könnte man Flüssigdünger reintun, ne? Dann geht das auch. Dann können wir das Gerät ja noch ein bisschen verwenden.